Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Darksiders. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, gegen den Wurm gekämpft und sind dann hierher zurückgegangen und haben mit dem Samen gesprochen. Und der hat uns gesagt, wo wir dieses hin sollen, und das können wir schon gar nicht. Und hier gleich zu Anfang schon mega Action, indem hier einfach mal Gegner spawnen, da wo ich gerade gespawnt bin. Ja, also bitte. Ja, was soll denn der Mist? Egal. Die hätten wir jetzt einfach mal so kaputt gehauen. So, und zwar das Gebiet, wo wir jetzt hin sollen, ist ein Gebiet, das von spinnenartigen Lebewesen anscheinend regiert wird. Und ja, das gefällt mir ja schon mal gar nicht. Wir öffnen jetzt erstmal die Karte und dann gucken wir mal, wo wir hin sollen. Ja, natürlich nach oben. Okay. Gut, dann reiten wir da mal hin. Wir haben unser tolles neues Pferd hier. Ist ja auch ganz toll. Ja, unser tolles neues Pferd ist ganz toll, ja. So. Ja, mal abbiegen bitte, danke. Nicht gegen die Wand laufen. Danke, Pferd. Ich bin schon da, ihr Deppen. So, hier müssen wir jetzt nach links abbiegen. Geht's noch? So. Laufen jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Und lauf mal Richtung den gelben Punkt auf der Karte. Da müssen wir ja letztendlich hin. So, jeden Grad Zornkraft verschwendet. Das wollte ich einfach irgendwie nicht anvisieren. Egal. So. Ach nee, der lebt noch. So, okay. Ja, aber du tust mir weh, lass das. Ich mag's nicht, wenn du mir weh tust. So. Jetzt. Ja, ja, jetzt sieht es gut aus. So, dann haben wir da hinten wieder diesen Chronomant, den wir betätigen müssen dafür. Ich überlege gerade, wäre es vielleicht auch einfach gewesen, wenn wir da so ein, Wegpunkt genommen hätten. Ich weiß ja nicht. Wir laufen nochmal zurück. Weil der Samael hatte ja gesagt, wir sollen irgendwo hinter das Ascheland, da ist dann das, der Eingang zu diesem Gebiet. Der Gegner, den wir bekämpfen sollen, beziehungsweise ihr Herz ausreißen sollen, heißt Silithia, glaube ich. Oder Silithia, also mit TH halt, mit TH. Und ja, einfach mal hingehen und gucken was wir für dich bekommen. Ich bin immer noch da, so. Meine Fresse, also diese Gegner hier sind ja auch schon grenzend hier, ne? Also, das geht ja gar nicht. Ist das jetzt die Wolkenposition? Wahrscheinlich nicht. Doch, ist es. Wow. Ja, bitte. Schlangenloch. Ja, gehen wir hier hin, dahin. Leviathans Strömung oder das Ascheland? Ah. Ich vermute mal Leviathans Strömung. Ich möchte dahin reisen. So, dann laufen wir da mal hin. Wenn wir diesen Pfad hier hinter uns bringen und gucken, ob das da schon ansatzweise richtig ist, wo wir dann sind. So, nach wo Leviathans Sprung genau ist. Aber vielleicht werden wir es ja gleich herausfinden. Yay! So. Nee, kleinere Karte. So. Sollen da hin und dann. Gut, dann gehen wir erstmal da hin. Bravo, Rainer. So. So, Karte.
Wo soll ich jetzt hin? Nicht da unten, okay. Und quasi einmal quer durchs Land, ja? Ja, super. Kommt mir doch entgegen, ich brauche euch nicht. Nein, ich bin immer noch da. Genau. Ich laufe da einfach mal dran vorbei, weil ich brauche die ja jetzt mal nicht. Ja, wie ging das hier? Muss man tauchen? Genau, man muss hier unter den Felsen tauchen, um dann auf der anderen Seite wieder aufzutauchen und sind Kekse freuen. Ja, Kekse. Auf. Und hier laufen wir mal den Gegnern entgegen. Nein. Ich will jetzt nicht mit euch kämpfen. Könnt ihr das nicht verstehen? Ich will hier einfach in Frieden vorbei, ja? So, bitte. Gleich diesen Ort hier erreicht mit den Engeln. So, wo soll ich jetzt hin? Aha, okay, gehen wir. Gar kein Problem. Komm her, Hottehü. Hottehü, wir reiten davon. Ja, die haben es kapiert. Ich bin da. Ich komme erst nie. Ich bin schon da. So. Nächster Punkt. Hier einmal ganz rum. Seid ihr denn irre? Na gut. Ausnahmsweise. So. Jetzt können wir einfach mal so die Gegner hier so nebenbei schnitzeln, weil... Naja, wir machen ja mehr Schaden, wenn wir auf dem Pferd sind. Und das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und diesen Weg waren wir, glaube ich, noch nicht bisher. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Wahrscheinlich sind hier links und rechts überall Truhen und ich verpasse sie einfach, weil ich nicht genau gucke. Aber egal, wir wollen ja dahin, wo es die Spinnen sind. Beziehungsweise ich will da nicht hin, aber ich muss dahin. Naja, warten wir mal ab, wie es wird. So, wo sind wir denn jetzt angekommen? Wo sind wir denn jetzt angekommen? Ich weiß es gar nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen... Nicht nach unten, okay. Wieso wird es mir hier nicht angezeigt, ey? Ach, da hinten? Okay. Frage ist ja jetzt, wie komme ich denn genau dahin? Hätte ich mal doch das andere Schlangenloch gewählt. So, erstmal jetzt hier nach unten. Bis dahin. Okay. Laufen wir mal. Laufen und laufen und laufen. Guck mal wieder auf die Karte, um zu gucken, ob wir auch richtig sind. Ja, also direkt vor uns ist quasi diese Mauer, da wo wir dann nach links sollen. Dann gucken wir mal, wie wir da raufkommen. Ja, was wollt ihr denn? Hallo? Geht's noch? Bitte. Kann doch wohl so schwer sein. Reiter hier. Ich möchte gerne Reiter. Ärgern. So. Kann auch sein, dass wir hier auf dieses Konstrukt rauf müssen, um dann da rüber zu kommen. Ich weiß es ja nicht. Wir werden es herausfinden. Kannst du da drauf? Nein. Gut, dann gehen wir so da drauf. Gut. Hier gibt es anscheinend auch nirgendwo mehr Würmer, sonst wären die schon erschienen. Scheint so, als hätten wir sie alle vernichtet. Alle zwei. Ja, es waren anscheinend zwei. Vor denen haben die sich so gefürchtet. So, da soll ich jetzt rüber, ja? Ist das richtig?
Ja. Ich hoffe doch, da geht's weiter. So. Was hätten wir? Ist doch hier schon wieder so ein Punkt. Stimmt, das hatten wir letztes Mal gesehen. Das ist diese Seelenbrücke, die wir jetzt letztes Mal als Fähigkeit bekommen haben, was wir nutzen können. Krieg kann nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stürmen Sie mit Guin durch ihre Säulen, um sie zu aktivieren. Okay. Es ist uns ja in dem vorherigen Part aufgefallen, dass da etwas Komisches auf dem Boden ist. Und das sind anscheinend diese Seelenbrücken. Okay. Gut zu wissen. So, dann stimmen wir hier mal durch. Gut, wir müssen nicht sprinten drücken. Das ist schon mal gut. Noch nicht. So, und hier wird schon alles leicht vernetzt. Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Ich hasse Spinnen. Mag sie wirklich nicht. Hier habe ich jetzt schon die Befürchtung, an jeder Ecke laut eine Spinne, auch hier in meinem Zimmer. Was durchaus mal vorkommen kann. Gefällt mir ja nicht. Noch ist keine da. Okay, da bekomme ich aus irgendeinem Grund Seelen. Interessant. Ist dann vielleicht ein Spinner runtergefallen und hat sich Genick gebrochen und dafür bekommen wir dann Seelen. Oh oh. Jetzt sind wir auf dem eisernen Dach. Und die Spinnen haben mich gefangen genommen. Verdammt. Muss ich ein bisschen B drücken. Geschafft. Wir haben ein bisschen B gedrückt. So, und nun? Da hinten sind ganz viele Truhen. Das ist eine gelbe Truhe, ein paar andere Truhen. Ah, da komme ich noch nicht hin. Ach, hier überall sind ja auch diese gelben und blauen Laternen, von denen ich ja denke, dass man da irgendwie so einen Enterhaken oder so bekommt, mit dem man sich dann rüberhangeln kann. Das kommt wohl. Unsere erste Spinne hätten wir getötet. Das Krieg auch nicht gegen die Spinnen, die ihn attackiert haben, gekämpft hat. Überhaupt nicht seine Art. Ja, und nun? Kann ich das hier wohl kaputt machen? Nee, ja doch. Mit B. Auseinanderreißen, okay. Hier! Ja, hier! Anscheinend kannst du hier noch nichts erreichen. Am besten halten wir uns erst einmal fern von hier. Nee, erstmal töte ich die Jäger mit Spinnen. Einfach weil Spinnen sind. Stirbt endlich. Geht doch mal tot, danke. So, kann man hier hochklettern? Nein, okay. Gut. Das Ding hier können wir zerstören. So. Das ziehen wir mal unter dieses Spinnseil, das da oben ist. Aber wir sind ja noch nicht unterm Spinnseil. Wenn wir noch ein Stück schieben. Das ist halt schon gereicht, aber nein. So, jetzt haben wir. Ja, und da oben ist schon die nächste Spinne. Oder spinnenartiges Etwas. Ja,
Wenn ich da vorbeigehe, dann hat es mich gefangen. Genau, dann hat. Das heißt, ich muss jetzt diesen Chronomat da wahrscheinlich benutzen dafür, um dann geschickt da vorbeizukommen. Anvisieren. Nein, nicht so. Bitte die Wurfwaffe. So. Und jetzt schnell dran vorbei, jo, passt. Wegen, wir können hier noch nichts erreichen, Mensch, dieser dämliche Möchtegern-Geister, der hat auch keinen Plan, ne? So gar nicht. So, springen wir einfach runter. So, und da er gerade gespeichert hat, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle mal so einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, dass Mammut spielt Darksiders. Also, bis zum nächsten Mal.